So, liebes Rocket Beans TV-Team und liebe Zuschauer da draußen, ich habe mir beim MMA die Rippe angeknackt, war noch bei der Radiologie und so weiter, habe sogar eine CD mitbekommen. Habt ihr noch einen CD-Player? Ich habe immer zu Etienne auch ab und zu gesagt, hey, ich muss mal zu euch, bei euch vorbeikommen und ja, machen wir, geil, hier, ich habe da so eine Idee und bla. Und jetzt wäre es endlich passiert, aber nein, Uwe muss sich beim verschissenen, ich mache seit 17 Jahren Kampfsport, wisst ihr, was ich meine? Und dann plötzlich irgendwie die Rippe angeknackst. Aber ich freue mich, irgendwann mal trotzdem bei euch vorbeischauen zu dürfen. Ich habe richtig Bock, nun sitze ich leider hier, aber ich freue mich und deswegen wird das eventuell dann sogar noch geiler, als wir gedacht haben. In dem Sinne, meine lieben Uzer, haut rein und es tut mir wirklich nochmal verdammt leid. Nochmal, sorry. Ich wusste ja nicht, dass du dir sofort was brichst, Mann. Oh! Das ist die neue deutsche Abendunterhaltung. Uwe, tut mir leid, der war zu hart. Ey, und das ist die neue deutsche Abendunterhaltung. Mit Lars, Erik Pausen und Andreas Lynch. Das ist die neue deutsche Abendunterhaltung mit Timmy. Herzlich willkommen zur neuen deutschen Abendunterhaltung. Alle Zuschauer, hallo Daniel, na? Hey, alles klar bei dir? Shit, Alter. Nice. Holy na, alles gut. Shit. Die neue deutsche Stelle, Tim und Hannes. Schön, dass ihr lieben Zuschauer auch wieder mit am Start seid. Hashtag Bällebad ist natürlich wieder euer Hashtag für diese Sendung. Ja, hast du Bock, Andreas? Es ist, also wenn es bei so einem Handschlag, weiß ich schon, was mich für eine Show erwartet heute. War ein guter Knall, ne? War richtig guter Knall. War ein Knaller, ja. Soll ich vielleicht mal die Akte holen? Ja, aber Vorsicht. Ich muss einfach aufpassen, oder was? Ja, könnte eine gute Sendung sein. Okay, alles klar. Was? Wie haben wir das denn noch hingekriegt? Eine Absage einen Tag vorher und trotzdem so eine Knallershow? Da freue ich mich ja richtig drüber. Geil. Was sehen meine kleinen Äuglein heute hier? Der gute Flying Uwe hat es leider nicht geschafft, hat sich die Rippen gebrochen, ja. Andreas. In dem Sinne natürlich der Hashtag heute Rip Flying Uwe, ne, an der Stelle. Aber das wird besser. Er kommt auf jeden Fall nochmal. Wir können schon sagen, wann, nämlich am 22. Januar, dann wirklich mit Flying Uwe. Aber sonst können wir ja auch einfach aus dem Cold Open den Thumbnail nehmen, ne? Ja, gibt Klicks, ne? Ja. Darauf stehen wir so ein bisschen, auf ja. Klicks. Und wir stehen ein bisschen auf Familien. Deswegen haben wir uns heute gedacht, komm Leute, wir machen eine schöne Familiensendung als Alternative. Und deswegen haben wir ein ganz besonderes Familienmitglied heute hier. Gunnar Krupp! Geil! Ein kleines Gunnar-Spezial, ja. Aber wir haben auch noch hochkarätige weitere Gäste hier. Unsere Big Boys, Eddie, Simon und Nils, heute hier bei NDR. Scheiße! Geil! So habe ich mir das vorgestellt. Und ihr seid natürlich auch im Chat dabei. Andreas, du kennst dich ja mit Rippenbrechen ja. Mittlerweile ganz gut aus auch, ne? Ja, richtig. Erinner dich, vor über einem Jahr war Alex Wright schon mal bei uns zu Gast in der Sendung und hat uns eigentlich eingeladen, mich und Gunnar, zum Wrestling-Training. Das hat sich dann immer ein bisschen verschoben. Wir hatten Schiss. Irgendwann haben wir dann doch gesagt, okay, wir nehmen das auf uns. Und es war, würde ich sagen, bisher eine der schmerzvollsten Erfahrungen, die ich mit Gunnar Krupp erlebt habe. Das will was heißen. Ist nicht ungewöhnlich, dass wir unsere nackten Oberkörper sehen, aber dass wir uns dabei schlagen, auch nicht ungewöhnlich gewesen. Du hattest wirklich auch schon eine Rippenprellung, oder? Das ich, ja, ich konnte tatsächlich die Wochen danach ganz schwer atmen, hatte die üblichen Brustkorbprobleme, eine Prellung vermutlich. Aber als echter Mann gehe ich natürlich damit nicht zum Arzt. Ne? Ich habe auch gerade, hast du irgendwelche Fotos gepostet? Hab vielleicht kurzzeitig nicht auf deinem Instagram-Kanal vorbeigeschaut, aber du warst so bestimmt richtig blau hier. Genau, also, das poste ich natürlich.
poste ich natürlich nicht, denn Nippel sind ja nicht erlaubt im Internet. Das habe ich nicht gepostet, aber ich kann sagen, wir hatten das Training sehr früh morgens und circa um 8 Uhr, sehr früh für uns. 10 waren wir wieder in unserer Unterkunft und haben uns erstmal nochmal schlafen gelegt und vor Schmerzen gekrümmt, denn das ist das, was Wrestling mit dir macht. Großes Dankeschön nochmal an Alex Wright. Ich glaube, wir können schon reingucken in den ersten Teil. Gunnar und ich in Hessdorf im New European Championship Wrestling Hotspot beim Wrestling Training. Okay. Ja, das ist hart, ne? Das ist ja richtig hart. Das ist ja Hammer hier. Herzlich willkommen hier im NEW Hotspot. Heute machen wir ein richtig knallhartes Wrestling-Training, dass ihr mal einen guten Eindruck davon bekommt. Für die als eingefleischte Wrestling-Fans. Aber wir ziehen uns um. Bis gleich, ne? Also, wie gesagt, jetzt kriegt ihr eine schöne Einweisung, ne? Ich sehe schon, ihr seid jetzt richtig heiß, oder? Ja, ja. Also schau dir halt nicht. Seid ihr bereit? Ja, klar. Let's go. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Gut. So. Also, wer von euch will anfangen? Was kommt jetzt? Ich weiche in einem Splash aus, nehme ich an, oder? Du weichst ihn aus? Splash, glaube ich. Oder Chop. Achso. Ja. Genau, Chop. Achso. Du hast Chop gesagt und ich mache natürlich das, was ihr wollt. Ne, mach mal einen Chop. Also, komm mal her, die geht. Och. Ach, Gottes Willen! Das ist ganz leicht. Mhm. Oh, fuck you! Okay. Ja, okay, reicht. Genau. Ja, da geht schon was. Willst du mich verletzen? Ja. Nein, was soll das? So, Übung vorbei, ne? Wichtig mal auch mit der Innenfläche hier, ja. Schön flach, nicht auf den Hals, ganz wichtig. Man steht seitlich, haut drauf. Ja, und richtig schön drauf, ja. Oh Gottes Willen. Sehr gut. Also, jetzt durch die beide wieder. Ja, gut. Nee, da ist kein Buch dahinter. Ja. Ja, besser, oder? Also, der war schon gut gezielt, aber war halt kein Impact dahinter, ne? Der kommt aber nicht mehr für Impact. Nee, nicht bei Impact, sondern bei der NEW, ja? Hast du das gehört, was er gerade über dich gesagt hat? Komm. Jetzt seid's bitte. Also. Ready? Ja. Jetzt, dürft ihr beide euch Body Slammen? Oh, das schaffen wir doch niemals. Natürlich. Krieg ich den gut hoch? Das meinst du? Das ist so gut gemacht, ja. Und umfassen, umfassen am Kopf. Und auf rechts umfassen. Und jetzt ziehen und zwischen die Beine. Ja, schmeiß, schmeiß, schmeiß. Also das war, das nimmt mein Freund und Kollege, hast du gesehen, ja. Super Dockstand. Jetzt schmeiß, schmeiß, schmeiß. Vor allem als
mehr oder weniger allererste Übung nach dem Aufwärmen war, mussten wir erstmal das Fallen lernen, also sich das freiwillig auf den Rücken schmeißen. Das war schon mega ungewohnt, weil ich immer glaube, dass mich immer irgendwann ein altes Video hier zu Fall bringt, aber nicht so ein Wrestling-Training. Das war aber noch nicht alles. Wir sehen gleich noch einen zweiten Teil vom Wrestling-Training mit Gunnar. Und da geht's nochmal richtig zur Sache, denn Gunnar und ich haben mehr oder weniger unser erstes kleines Match absolviert. Bisher muss ich wirklich sagen, großen Respekt für diesen Einspieler. Ich habe den heute auch zum ersten Mal gesehen und ich habe weniger erwartet. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich habe weniger erwartet. Das ging schon richtig zur Sache. Genauso wie in dieser Sendung es noch richtig zur Sache geht, denn heute sind unter anderem noch hier Kill Strings, eine wunderbare Band, die zum Schluss ihren Song Everything That Isn't Me performen wird. Außerdem sind natürlich Simon, Eddie, Nils und Gunnar mit am Start. Wir gehen ganz kurz in die Werbung und sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Hashtag Bällebad. Neue deutsche Schelle. Alter, die haben echt richtig auf die Fresse gekriegt, die Jungs. Sehr krass. Also hohen Respekt an beide. Und ja, ich hab nicht viel zu sagen zu den Jungs und zu dieser Sendung, Alter, ich gebe irgendeine Scheiße, oder? Ah, ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen Scheiß gebe. Ich gebe einen Scheiß auf Joko und Klaas, Markus Lanz und Stefan Raab. Und ihr, Anne Will und Maischberger, gehen mir sofort vorbei am Arsch. Und ihr wisst, ich mag zwei coole Dudes und ich Scheiße verkackt, Mann. Egal, den mach ich gleich nochmal. Aber geht nochmal los. Ich gebe einen Scheiß auf Joko und Klaas, Andreas Lanz und Markus Scheiße. Aber du kannst kicken. Das war so klar. Nee, warte, komm. Komm, erstmal die Hook. Wir machen kurz die Hook. Die Hook und ich lese mir den Text nochmal durch. Okay, alles klar. Wer hat die Hook los, Alter? L-D-A. Das ist eine super geile Show. Ich hab dafür nichts geschrieben. Was geht ab, ey? Heftiger Song. Mega krass. Natürlich hab ich verkackt. Das war super klar. So, scheißegal. Aber bitte, lese meinen Text einfach ab. Was geht ab? NDA ist wieder da und es ist der Shit. Kacke auf die anderen Shows, weil es sonst nichts gibt. Die Gags sind on point, wieder top die Dubs. Wer jetzt noch nicht joint, fliegt sofort zum Platz. Ich feier jeden der Gags. Geh weg mit Bonjour, das ist daneben nur Dreck. Check die Show aus, schreib einen Kommentar. Und wenn du das nicht ahnst, hast du kein Leben, du Keck. Woo, word up, für Tipp, word up, für Tipp. Yeah. Das war ein Freestyle. Auf jeden Fall. NDA. Die Band ist super klasse, ich schreib einen Kommentar. Yeah, Hannes, bist du am Start? Jetzt hört dein Part. Ich krieg Scheiß auf Joko und Klaas. Andreas Lanz, Markus hat seine Stimme drauf. Ich sag immer Andreas Lanz, dieser Huso. Ist mir scheißegal, Mann. Ich schreib den Text ins Kommentarfeld, ihr könnt mich alle mal. Mach die Hook nochmal. Ey, ich kann nur Freestyle, Mann. Ich ficke deine Mutter, ich ficke deine Mutter, ich ficke deine Mutter. Werbung. Ich wollte mal so Respekt droppen und so an alle Leute, die halt sofort positive Vibrations für die neue NBA gemacht haben. Ey, da kam geile Post rein, sowas wie geiler Staffelauftakt. So kann's weitergehen. Danke, Sabrina. Und Biermensch schreibt natürlich starker Auftakt. Grüße an alle Beteiligten. Weiter so. Ey, danke, Biermensch, Mann. Voll geil. Dann sagt ihr, ich bin erst das erste Mal dabei und ich fand's super. Tobi, Alter, du bist eingeladen für jede Folge. Jedes Mal Dienstag. Ich hab extra papiersparend gedruckt. Ich hab so zwei Sachen auf einen Link. Hausband wird geliebt. Hausband wird geliebt bei der... Ah, ich dachte, NDA kommt wieder, okay. Siehst das, Hosenass sagt auch, Alter, solider Staffelauftakt, Leute. Danke, danke. Was geht noch? Es ist wieder soweit. Ich laufe laut durch die Wohnung und schreie, das ist die neue deutsche Abendunterhaltung. Okay, es geht wieder zurück zu den beiden Nasen. Die haben auf jeden Fall gute Knowledge im Blasen. Ah, 100.000 Gramm. Und Hannes von der Neuen Deutschen Schelle. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei der Neuen Deutschen Abendunterhaltung. Hashtag Bällebad ist weiterhin euer Hashtag. Ihr könnt natürlich jederzeit kommentieren. Dann erscheint ihr da hinten jetzt auf der Wand. Ah. Ah, sieht da durch das Ananas. Habe ich schon einen Kommentar auf jeden Fall gesehen. Das ist eine gute Idee. Positive Vibes. Wunderbar.
Hast du noch was zum Chat? Kommentare ausdrucken ist so Giga, stand da. Ist so Giga. Das heute führen wir ja mal wieder Welten zusammen. Das machen wir wohl und deswegen holen wir jetzt ein ganz entscheidendes Bindeglied in meiner Welt, in meiner Liebeswelt hier rein ins Studio. Ich bin sehr froh, dass er es geschafft hat, so spontan hierher zu kommen. Herzlich willkommen, Gunnar Krupp! Woo! Ah, es ist Gunnar Krupp, 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 Gunnar Krupp, Gunnar Krupp, es ist Gunnar Gunnar Krupp, es ist Gunnar Gunnar Krupp, es ist zusammensaßen, habe ich fast geweint, da war Lilia Monks Cloud, da hatten unser Lied noch gespielt. Stimmt, das war richtig traurig, ja. Das war der Abschied, deswegen bist du, danach bist du gegangen und du bist aber in sicheren Händen gelandet, oder? Ja, kann man so sagen. Natürlich. Du bist bei Steuerung F jetzt. Ja, im Format für Funk, genau. Was gibt's denn da zu sehen? Ein bisschen seriöser als hier auf jeden Fall. Was? Wir haben uns eher in eine journalistische Richtung weiterentwickelt, während du ja in die Klamauk-Richtung gegangen bist. Nach guck mal, was auffällig ist, guck mal, wie klein mein Oberkörper ist. Ich bin genauso klein wie Andreas hier. Ja, das ist alles, dadurch, dass wir das Green abgeschafft haben, bin ich insgesamt auch größer geworden, ja. Das kann gut sein. Ja, das Reportageformat für ja. Funk, genau, für, mit Panorama zusammen. Ja, und das läuft ja. richtig gut. Ne? Ich habe letztes Mal wieder draufgeschaut, irgendwie jedes Video über 100, 200, 300, 400.000 Klicks und so. Ja, das sind ja auch richtig gut. Ja, die sind auch richtig gut. Ohne ja. Sex, wie geht das denn? Also, ich überlege mal gerade, als zwei Stück hatten wir, glaube ich, schon in so einem okay. Porno. Ach, auch was für dich also auch dabei. Die hab ich beide ja. gesehen schon. Ja. gerade frisch einen Preis abgestaubt. Während du hier sitzt, vor 10 Minuten haben deine Kollegen einen Preis mitgenommen. Genau, deswegen konnte ich, ich habe gefragt, ob ich einen Kollegen mitbringen kann. Nee, die sind, ja. wir holen gerade alle den Wirtschaftsfilmpreis ab. Eigentlich wollten wir deine Kollegen, ja. Genau, ja. Nein. Aber ich, ja, ich konnte nicht mit, weil ich mich so ein bisschen hier um die Hausgeschäfte den kümmern musste. Den Wirtschaftsfilmpreis? Genau, ja. Der wurde in Berlin... Also, was für gute Wirtschaft, oder was? Ja, gute Wirtschaftsfilme. Ah, ja. Weiß ich nicht. Okay. Ja, für unsere erste Reportage über dieses CFD-Trading. Oh. Mhm. Genau, über so ein bisschen so fadenscheinige Machenschaften, wo so Leute sagen bei YouTube, ey, komm mal in die WhatsApp-Gruppe. Komm in die Gruppe. Wir machen dich voll reich in 3 Monaten. Und so. Ja. Nicht unbedingt in dem Akzent natürlich. Das kann auch nein, das ein Bayer gewesen sein. Jeder andere Dialekt. Ja, die kamen ja alle aus deiner Richtung. Die kamen ja alle da aus Epping fast. Ich weiß, ihr habt ja lange dieses Silo gesucht und ich habe wirklich lange überlegt, ob ich das irgendwie kenne. Und das kam mir auch bekannt vor. Achso, der Rapper mit der Maske, ja. Ja. Erzähl mal ein bisschen was über deine Reportage und was hast du da bisher für Filme abgeliefert? Ich wusste gar nicht, ich dachte, wir reden hier über Wrestling nur. Nee. Gleich, ja. Ja, ich habe zu einem Mal, habe ich ja letztes Mal immer ganz oft diesen fetten Riesenbart gehabt. Das war auch so eine Geschichte, wo ein Kollege von mir gerne einen Bart hätte und sich die ganze Zeit so Bartwuchsmittel ins Gesicht oder Haarwuchsmittel ins Gesicht geschmiert hat und versucht hat, Bart zu bekommen. Hat nicht so funktioniert. Hm. Da musste ich halt als Gegenleistung mir den Bart stehen lassen, solange es geht. Und dann haben wir mal geguckt. Solche eine habe ich mal gemacht. Du sahst furchtbar aus. Ja, fand ich auch. Ganz schlimm. Fand ich auch. Und ich wollte es ja auch noch nicht sagen, bei Animal Squad saß ich ja manchmal mit so einem riesen Bart da und ich so, boah, das hat mich auch so genervt die ganze Zeit. Aber du hast danach den Bart wieder abrasiert. Hast du nicht mal überlegt, dann so geil zum Barber zu gehen? Und ich habe natürlich viel vom Spiegel ausprobiert. Ja, also den Hitler natürlich auch gemacht. Der Klassiker, ja. Ich habe auch letztens immer Schnurrbart gehabt, eine Zeit lang, mal ausprobiert. Ja, dann habe ich eine Reportage noch gemacht mit Nico von Backspin, kennen wir ja auch von Bundesliga. Über Sneaker und den Sneaker-Wahnsinn, wo Leute vor den Haustüren hier von den ganzen Sneaker-Geschäften campen, um die neuesten, geilsten... Guck mal, ich wollte gerade fragen, was hast du denn? Ja, klar, ich habe auch... Ne? Ja, okay. Kam vorletzte Woche raus, glaube ich. Du mich immer ausgelacht hast, wenn ich... Was hast du denn für hässliche Schuhe? Ja, ich wusste aber nicht, wie geil es ist. Bist jetzt im Fieber, oder was? Nein, ein bisschen. Ich wollte letzte Woche, tatsächlich am Samstag kam tatsächlich nur ein Schuh raus, den ich gerne... Ja, mein Regal hätte, aber den habe ich nicht bekommen. Costa, da war ich ein bisschen, aber hast versucht, online den zu erstehen und dann war er nach einer Minute weg? Ja, ja, genau. Morgens angestanden? Morgens, nee, um 9 Uhr war der released, dann habe ich um Viertel nach 9 fiel mir das ein, dann habe ich den schon nicht bekommen. Das war ich ein bisschen traurig. Ein. Ich hatte so einen Kalender drin. Ich wollte ja mega den teuren Schuh kaufen. Ja, aber ich habe auch eine Reportage gemacht, dass ich mir sehr viel Scheiß kaufe. Ja. Und deswegen muss ich da schon drauf achten. Und deswegen war ich am Ende auch froh, dass ich diesen Schuh nicht bekommen habe. Hast du dieses Feuerding dabei? Nee, habe ich vergessen. Ah, schade. Kann man sich dann anschauen in der Reportage. Ich habe so einen Flammenwerfer fürs Handgelenk. Das ist richtig cool. Könnt ihr euch mal angucken.
Aber das war doch wirklich cool, oder? Das ist wirklich cool. Ja, bricht nächstes Mal wirklich mit. Entschuldigung, habe ich vergessen. Hast du mir gestern noch gesagt. Die gab es auf Facebook zu gewinnen, ne? Das waren diese Facebook-Gadgets. Genau, nee, den habe ich bei Galileo tatsächlich gesehen. Und da habe ich mir den bestellt für. Der war auch teuer, leider. Und ihr seid ja wirklich auch investigativ unterwegs. Du bist ja dann wirklich da auch. Ja, ich immer nicht so doll. Hingefahren, ne? Und dann da in ein paar. Naja, gut. Naja, es hat vielleicht nicht funktioniert bei dem Facebook-Ding. Oder? Du Ach so, ja, ich bin auch zu den Leuten hingefahren, wollte die so ein bisschen. So konfrontieren mit deren Scheiß, was die machen, aber das hat leider nicht so funktioniert, weil da nur so ein Typ war, der hat in so einem Kämmerchen so ein Paket eingepackt und gesagt hat, er gehört da gar nicht zu. Na gut, da fängt halt Journalismus an, wenn man an der Stelle dann nicht locker lässt. Ne? Nee, ich bin auch nochmal hingefahren. Ach so, okay. Ja. Und da wieder der Typ. Nee, ich habe tatsächlich auch mit denen nochmal geredet, aber das ist eine andere Geschichte, Andreas. Okay. Apropos, wenn du dann aber mal Zeit hast für anderen Quatsch außerhalb von Steuerung F, die auch für den Webvideopreis nominiert sind, also fleißig voten. Ja. Bis Freitag, glaube ich, noch. Bis Freitag. Aber Game 2 auch, ne? Auch fleißig voten für Game 2. Könnt ihr es euch aussuchen? Ja. Dann machst Gleiche Kategorie eigentlich? Sorry, ganz kurz. Ja, es gibt keine Kategorie. Es gibt keine Kategorie, sind alle in einem, ne? Genau, es gibt eine, glaube ich, fünf Gewinner, glaube ich. Okay. Ja. Ich bin nicht nominiert, deswegen habe ich mich. Aber dieses Nominierung, ich muss ganz sagen, dieses Abstimmungsverfahren, habt ihr das mal angeguckt? Oder hast du für Game 2 hast du ja gewotet wahrscheinlich? Genau, ja. Ja, hast du es mitgekriegt, wie das funktioniert? Ja, ja, da muss man ja. Aber sag du es ruhig besser. Ja, es ist mit WhatsApp oder mit Facebook Messenger. Ja. Mhm. Und dann musst du dir erstmal so eine Moderation anhören von hier Benny und Dingens hier. Benny. Von, genau. Dennis. Benny und Dennis, ja. Dennis, ja. Genau. Und es dauert erstmal 10 Minuten, bis man abgestimmt hat, wo ich mir auch sage, das macht doch keiner. Also, ach, das moderieren? Ich habe mich mal gefragt, was moderieren die denn, wenn es keine Gala-Dingsbums gibt? Auf WhatsApp moderieren die. Nur für dich, Lars. Ja. Das ist ja wunderschön. Es ist aber ganz furchtbar, dieses Voting-Verfahren. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Also ich glaube nicht, dass wir da... Steht dann auf Xing auch, ich moderiere gerade bei WhatsApp. und Facebook Messenger auch. WhatsApp und Facebook Messenger. aber wenn du... So ganz dubios auch, da musst du doch so SMS hinschreiben mit... Ich möchte weitere Leute sehen und so. Oder komm in die Gruppe. Ja, so ungefähr ist es wirklich. Ich speichere jetzt meine Nummer ab, wo ich denke, ich will das nicht. Oh Gott, das werdet ihr als nächstes recherchieren, was alles schief läuft beim Webvideopreis. Völlig bescheuert. Sorry, du wolltest gerade irgendwas einleiten. Vor 2 Minuten oder so, aber Gunnar hat den Kühler nicht geschluckt. Wolltest du sagen. Ja, ich wollte nur noch mal fragen, wir waren ja zusammen beim Wrestling-Training. Ja. Wir sind ja direkt nach dem Training noch mal zurück in die Unterkunft, lagen man da muss ja erst mal, man muss ja erstmal sagen, wie, als wir da ankamen und es kam keiner, das wäre das Witzige auch. Wir standen erst eine halbe Stunde vor dieser trostlosen Halle. Ich dachte, hä, was ist das? Ist das hier richtig, wo wir sind? Keine Ahnung. Und dann öffnet uns halt so ein riesen Hühne, der TKO. Der die ganze Zeit schon da war, ja. Genau, öffnet uns die Tür und sagt so, okay, wir haben ein Problem, wenn der mitmacht. Wir haben ein Problem, dass diese beiden so schwach sind auch. Wie ging es dir danach? Hattest du noch Beschwerden danach? Also dir ging es ja richtig schlecht. Du kannst deinen Nacken ja gar nicht bewegen. Genau. Andreas hat immer so, hat so gemacht. Die ganze Zeit, du kannst deinen Nacken nicht weiter bewegen. Und er meinte, ja, ich habe doch nachher noch einen Auftritt. Ja. Wie soll ich das denn machen? Wenn ich irgendwie noch einen Schlag abbekomme, dann ist es einfach querschnittsgelähmt. Ja, aber, du kriegst ja auch das Doppelte. Das doppelt so viele Muskeln. Also als ich das gesehen habe, wie der so abbekommen hat, ja klar, du bist richtig fett. Hallo. Nein, aber das war schon auffällig, wenn der Typ dich geboxt hat und so. Das ist ein sportlicher Typ. Du. Ich habe auch ein Video mitgebracht übrigens, Andreas. Hast du vor mit Finn noch nicht nachgeholt? Oder ich noch, ja. Ich habe ein Video mitgebracht. Du hast ein Video mitgebracht? Ja, von dir im Hotel. Ja. Oh, haben wir das noch? Habe ich gerade eben extra noch an Anja geschickt. Oh, das ist ja Hammer. Hast du das? Wie es bei dir im Hotel aussah, nachdem wir vom Training kamen. Scheiß Wrestling-Training, ey. Ja, ist jetzt nicht so spannend. Aber gut. Das war, fairerweise, wir mussten um 8 Uhr morgens da sein und um 10 sind wir noch mit zurück. Ah, dann hören wir noch mal. Ah. Ja. Ich hatte wirklich 3-4 Wochen danach Prellung, konnte kaum atmen. Aber für eine NDA-Matz mache ich das nicht. Es hat sich hier komplett angefühlt, als hätte ich Sonnenbrand die ganze Zeit. Ja. Also wirklich eine Woche noch. So du hattest ja auch Sonnenbrand da, ne? Davor, ja. Nee, hatte ich nicht. Hast du nicht. Also, dann waren wir denn in Barcelona, da die Sonnenbrand. Stimmt, das war, davor, okay, gut. Wollt ihr privat noch weiter schnacken oder so mit der Sendung? Würdest du nochmal, denn Gunnar, unabhängig davon, Wrestling-Training, du machst Reportagen, du hast hier den Apfelweltrekord, wir sehen da vielleicht noch die Urkunde. Ja, wann kann mich den mal wiederholen? Wann kommt denn die Frau wieder? Machen wir beide, jetzt lecken wir doch nicht ab in der Anmod. Ach so. De facto, kennst du die Scheiß-Show? Ja, ich hasse es noch nie gesehen. Ich dachte, er wenn er ihn hier macht und so. Ich dachte, ich komme hier, um Zeit zu gewinnen irgendwie, weil Flying Uwe nicht da ist. Ja, das auch. Flying Uwe kommt nicht mehr heute?
heute? Doch, Spieler. Was? Jetzt schalte ich ab. Du bist Klein Ede kommt noch. Weltrekordsieger beim Apfelwettbeißen. Scheiß drauf, keine Ahnung, wie die Nummer ihre wirklich hieß. Du bist ein Tausendsasser, aber heute wollen wir nochmal prüfen, ob du das wirklich bist. Denn, lieber Gunnar, ob du wirklich alles kannst, das finden wir gleich noch raus in einem Wettstreit gegen die drei kühnsten Recken, den wir so schnell auftreiben konnten. Simon, Ede und Nils. Was das genau bedeutet, das sehen wir gleich. Denn jetzt kommen wir erstmal noch zu einer kleinen Überraschung, denn wir haben mal was gedreht. Und da dachte ich, das können wir erst wieder zeigen, wenn Gunnar mal zu Gast ist. Weil es ja auch ein guter Freund von dir ist. Denn ihr Zauberer auf der Straße, ihr grüßt euch, ihr zaubert euch erstmal so einen kleinen, kleine Münze hinterm Ohr hervor, ja? Ich habe wieder einen Fun Fact, ich treffe mich morgen tatsächlich mit Jan Logemann. Oh, guck mal, dann kannst du ihm sagen, dass heute nochmal ein kleiner Gruß an dich rausging von Timon Krause, der nochmal hier war. Und bei diesem Einspieler kann man auch so ein bisschen auch die Bohnen nochmal kennenlernen. Er ist ein bisschen durchs Haus gelaufen, hat so ein bisschen seine Tricks aufgeführt und gleichzeitig erfährt man auch Dinge über uns, die man vorher nicht wusste. Viel Spaß, Gunnar, und danach ach, bist du fällig. Oh Gott. Zack, perfekt. Hast du? Okay, schau kurz nach, ob Kopf oder Zahl oben liegt. Wenn Kopf oben ist, ist gelogen. Wenn Adler oben ist, ist die Wahrheit. Ich bin 25 Jahre alt. Ist gelogen. Daumen ist Kopf oben. Ja. So. Wie geht das? Du denkst, dass ich denke, dass du denkst, dass ich denke. Ich habe mal 7 Jahre in Berlin gewohnt. Echad, Stein, Schalosch. Und es war interessant, hier zu sehen, als ich gesagt habe, rechte Hand Lüge, gingen deine Augen schon zur Seite. Du hast überlegt, welches Statement du machen würdest, nachdem ich dir die Instruktion gegeben habe. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass hier war eine Lüge. Dementsprechend ist die Münze in deiner rechten Hand. Ja. Du denkst, dass ich denke, dass du denkst, dass ich denke. Ich bin 32 Jahre alt. Man willst du nicht ansehen, aber das war die Wahrheit. Und deshalb ist die Münze in der rechten Hand. Genau. Okay, perfekt. Rechte Hand Lüge, linke Hand Wahrheit, ab geht's. Ich gucke gerne Dr. Who. Alles gelungen. Meine Mutter ist älter als 60. Du hast gelogen. Dementsprechend ist die Münze in der rechten Hand. Perfekt. Ich sehe dich immer nur so, ja? Können wir uns nicht mal normal treffen? Die Dinge auf meinem Arbeitsrechner, die sind alle komplett legal. Das ist auch eine Lüge. Ach Mann! Ist es in der linken Hand. Auf geht's. Ich bin 30 Jahre alt. Du bist 30 Jahre alt, ist die Wahrheit. Hast auch nicht lange nachgedacht. Ist in der linken Hand. Ich würde es nicht ansehen, aber... Schau's kurz nach. Kopf ist Lüge, Adler ist Wahrheit. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Du bist gelogen. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Harter und Ende. Dein Pokerface ist hart, mein Junge. Ich hab schon mal Marketing gearbeitet. Ist die Wahrheit. Rechte Hand. Alter! Alter, bei dir echt gar keine Chance. Ich geb auf. Hältst mein Handgelenk einmal gut fest? Halt's gut fest? Wirklich stramm, okay? Pass auf. Wenn ich dir sagen würde, die Münze ist gerade nach Afrika geflogen, würdest du mir glauben? Auf keinen Fall. Okay, wenn ich dir sagen würde, sie ist in meinen Ärmel geflogen, würdest du mir glauben? Du hast gar keine Ärmel. Ja, richtig. Wenn ich dir sagen würde, ich habe sie hier verschwinden lassen, würdest du mir glauben? Ja. Und ich bring sie jetzt wieder zurück. Ja. Okay, pass auf, bleib genauso stehen. Achtung. Hast du es gemerkt? Ja, du hast hier was angespannt. Beweg dich nicht, bleib genauso stehen. Die Münze ist hier verschwunden, aber nicht in meinen Ärmel, den habe ich ja nicht. Stattdessen in deinen Ärmel, heb die rechte Hand hoch. Und leg sie auf deine linke Schulter. Auf deine linke Schulter. Sag mal, was du da findest. Alter! Die hat es schon vorher hingelegt. Hast du die gesehen? Lag sie schon da? Muss mir die Aufnahme hören. Okay, da war gut, da war gut. Du denkst, dass ich denke, dass du denkst, dass ich denke. Wenn die kleinen Jungs Probleme haben, weil der Gast abgesprungen ist, dann können wir immer noch unsere Papas anrufen. Und unsere Papas helfen uns immer gerne. Deswegen sind wir sehr froh, dass sie hier sind. Herzlich willkommen, Nils, Etienne und Simon! Hallo, ja, setzt euch. Hi, ich bin Lars. Servus. Eddie, setz dich da noch mit dazu. Mensch, ist das voll hier! Wunderbar! Schöne Sendung. Ne? Habt ihr schon ungefähr gesagt bekommen, warum ihr hier seid? Oder? Nee. Nee, ich weiß von nichts. Aber schöne Sendung. Habt ihr vorher geübt? Also jetzt gleich im Anschluss. Dienstag. Dienstag. Bisschen Promo, ja? Was spielt ihr? Erstmal kommt Pocket Beans, wie du natürlich weißt. Ne? Natürlich, nach Pocket Beans kommt Beanstag mit Battlefield 5. Okay. Aber wir sind ja nicht wegen... Was war die Frage? Ja, was erwartet euch denn heute wohl, Simon?
Ich habe schon so ein bisschen Gerüchte gehört, dass irgendwas mit Spielen, Minigames, Competition Club. Ihr habt euch, glaube ich, so ein kleines Best-of ausgedacht. Genau. Hätte ich auch gemacht. Ist eine sehr gute Entscheidung gewesen. Hätte von mir kommen können. Und das war die Anmoderation zum Super Competition Club. Ja! In einer kleinen Mini-Ausgabe natürlich. Es läuft wie folgt ab. Ist das hier oder was? Nein, er kommt nicht mehr. Jetzt glaubt uns doch endlich. Wir spielen ein paar Minispiele. Hey, Eddie, das ist dein Lieblingsspiel. Jetzt setz dich hin. Okay. Edde, sag ich. Hey, Edde. Edde, warte. Ja. Also, was genau passieren wird, wird euch Andreas gleich noch erklären. Es wird um Minispiele gehen. Wie Andreas schon gesagt hat, Gunnar ist ein Tausendsasser. Der ist eigentlich nicht zu schlagen. Er gewinnt bei jeder Gameshow, wo er mitmacht, viel Geld und Anerkennung. Gewinnt irgendwelche World Records. Jetzt muss er sich aber in kleinen Minispielen beweisen. Es gibt 3 Spiele an der Zahl. Jedes Spiel gibt einen Punkt. Es spielt aber jeweils immer Gunnar gegen einen von euch dreien. Ihr müsst diskutieren, euch streiten sehr gerne, wer denn in der Disziplin wohl am besten ist. Der tritt dann gegen Gunnar an. 3 Spiele. Mit welchem Spiel beginnen wir, Andreas? Wir fangen an mit Spiel Nummer 1. Ach so. Oh. Und das heißt Alles im Eimer. Okay. Alles im Eimer. Ja, ihr könnt euch den Bumper denken. Alles im Eimer. Für Alles im Eimer haben wir hier natürlich einen Eimer. Den wir sehen, ist nicht Eimer Abdallah, ist ein ganz normaler Eimer, der hier steht. Wir haben hier einen Tisch. Eure Aufgabe ist es gleich, liebe Kontrahenten, einen Tischtennisball hier einmal aufzuditschen und er muss am Ende in diesem Eimer landen. Aber das möchte ich machen. Kann easy. Tatsächlich auch hier vorher nochmal aufditschen, ist egal. Wahnsinnig gut. Wichtig ist, werfen einmal hier drauf in den Eimer. 5 Würfe. Gunnar spielt gegen wen von euch dreien? Ich habe eine Frage. Können wir denn noch wissen, was die anderen Disziplinen sind, damit wir wissen, wie wir gehen? Aber nein. Na, du kannst ja auch alle spielen, oder nicht? Nein. Ja. Aber nie. Also ich habe Lust darauf. Wenn ich das mache, das ist sowas. Also das würde ich zu Hause auch machen, wenn ich Tischtennisbälle und Eimer hätte. Ich kann das aber am besten, weil ich bin am feinfühligsten und ich kann so einen Ball am ehesten, glaube ich. Du bist überhaupt nicht feinfühlig. Ich glaube, ich bin mega. Ich werde denn wie so eine Feder. Du hast ein besseres Ballgefühl als ich. Bällchengefühl habe ich besser. Okay. Ballgefühl gut, Bällchengefühl ist meins. Ja, ey, ihr müsst euch entscheiden. Wir wollen es alle. Ich mache dann gleich das, den Intelligenztest oder was da kommt. Okay, ich schneide schon mal raus. Balltisch-Eimer. Wer es macht? Keine Ahnung. Stichst du Schnuck oder was dann? Balltisch-Eimer, der Klassiker. Können wir einmal Balltisch-Eimer gegeneinander spielen, um zu sehen, wer Balltisch-Eimer ist? Nein. Dann habt ihr nämlich schon einen Trainingsvorteil gegenüber Gunnar. Scheiße. Ja. Naja, wenn du es unbedingt machen willst, mach's, Nils. Wirklich. Okay. Du scheinst ja sehr begeistert zu sein. Ich finde das ein sensationelles Spiel. Ja, darf ich es jetzt auch nicht verkacken, natürlich. Ja, vielleicht verkacken können wir nicht alle. Warum können wir nicht alle? Und der beste Baum, nicht das Beste von uns, gegen Gunnar. Damit ihr euch hinterher streitet. So, der Beste wäre da drin. Also, wer möchte anfangen? Gunnar fängt an, weil er der Tausendsasser ist. Aber nicht mit allen 5. Nein, wir machen alternierend die Sache. Da ist dein erster Ball. Aber ich darf mich schon woanders hinsetzen. Darf ich mich, wo muss ich hier stehen? Sitzen? Darf ich hier noch stellen davor? Oder sitzen, wie du möchtest. Oder Kopfstand. Oh Gott, wie schlecht. Oh, erste Treffer. Ich kann nicht, der Winkel lässt das gar nicht zu. Du kannst dich da gleich hinsetzen. Den Winkel kannst du nicht. Ihr müsst, Moment, ich geh mal, genau. Gunnar kannst du einmal. Ja, er wirft ja mit links, ich bin jetzt. Genau. Oh, du Vollidiot! Ja, ich meine, nein, warte mal. Aber ich hab trotzdem Spaß! Okay, Gunnar, 1000 Sasser. Okay, kein Problem, Nils. Scheiße. Bis wie viel denn? 500 jeder insgesamt. 1:1. Ich lasse euch selbst Bälle die Bälle aus. Ja. Zählt jemand nach mit? Nach 2 Bällen. Schon der dritte Versuch von 1:1. Oh! Dritter Gunnar. Oh! 1:1. Vierter Gunnar. Nils muss nachlegen, aber der kann den Druck ab. Der kann das der letzte Ball von Gunnar, wenn er trifft, hat er gewonnen. Jetzt hier, zum Stechen, Ja! So lange bis einer nicht. Sudden Stech quasi. Trifft. Psychospielchen. Der ist Ball von Gunnar. Trifft auch nicht. Nichts. Oh, wie schlecht bin ich denn? Nein! An der Kante ran. An der Kante reit, genau. Du machst das! Und kann es nie jetzt beenden. Nein! Ey, Sarah, das machst du doch gar nicht! Das ist richtig schlecht. Ich sammle schon mal die Bälle wieder ein. Zu weit! Gunnar, lass es geschehen. Ja, das war's. Ja! Ja!
Ich hab immer nicht ganz stark. Ja, ja Mann. Ganz weil du stark. Nichts kannst, Gunnar. Du wärst schlecht, ey. Zweimal da an der Kante dran. Ja, sorry, Gunnar. Kante, Schmante. Das ist nicht genug. Nenn dich doch in Zukunft dein Format Alt F4. Habe ich verstanden, Mann. Das finde ich jetzt ein bisschen respektlos, ganz ehrlich, weil es ein gutes, gut aufbereitetes journalistisches Format. Das ich auch einfach Anna Kante nennen können. Wusstest du, dass in dem Sneaker-Format von Steuerung F... das ist kein Format, das ist eine Reportage. Naja, eine Reportage in der Folge, dass ich da nicht drin vorkam und jetzt habe ich mich beschwert, dann gucke ich diese Folge und tatsächlich kommt dann Etienne drin vor. Ein Sneaker-Sammler, der Etienne heißt. Wir hatten halt einen Etienne. Halt wir haben frech, aus Versehen beim falschen Etienne angerufen. Ich hatte einen Kontakt und habe ich geguckt, Etienne, und dann war... Ah, ja. Das passiert mal. Ganz ärgerlich, ja. So, und deswegen... Das haben wir damals bei ProSieben auch gesagt. Welcher Etienne ist da jetzt? Keine Ahnung, mach einfach weiter. Falsche. Weiter hier, komm. Nächste Runde, was spielen wir jetzt? Ja, Spiel Nummer 2. Wir haben es gesagt, die Bohnen sind eigentlich immer unschlagbar. Das war ja die Prämisse für dieses Spiel. Dementsprechend, Spiel Nummer 2 heißt, sprechen Sie Russisch? Oh, da bin ich sehr gut drin. Oh nein. Denn es wird darum gehen, ihr erhaltet gleich 4 Buchstaben nacheinander von Russisch Brot. Buchstaben. Oh, geil. Aus diesen 4 Buchstaben müsst ihr ein Wort formen. Wie macht ihr das? Ganz einfach. Ihr kriegt die Augen verbunden. Euch werden nacheinander die Buchstaben ins Maul gestopft, sage ich mal. Okay. Und dann könnt ihr mit der Zunge ein bisschen tasten, was für Buchstaben ihr da habt. Und müsst dann aus diesen 4 Buchstaben im Idealfall das richtige Wort formen. Moment, sind einfach, russische Buchstaben. Naja, es ist russisches Brot. Dieses Brot. Ja, muss ich die alle im Mund behalten oder kann ich die auch runterschlucken, wenn ich sage? Du kannst gerne, nee, ich kann's nicht jetzt. Weil du wahrscheinlich nicht mehr als einen gleichzeitig im Mund hast. Du musst ja nur lutschen. Einen Buchstaben. Ich kann es wirklich nicht. Okay. Ich will das auch nicht mal. Dann darf Nils das machen. Ich kann's, der Nils war ja eben schon, weil er unbedingt die Bälle machen wollte. Und ich kann es aus gesundheitlichen Gründen nicht. Okay, so dann. Jetzt muss ich die russische Brotlutschkacke machen. Ja, du musst die russische Brotlutschkacke. Sei froh, dass es nicht. Sag mir jetzt die letzte Disziplin. Ich weiß nicht. Froh sein, das zu machen und das dritte passt gut zu sehen. Das ist der Basketball gewesen, die dritte. So, Brille erstmal auf. Ich muss das gleich wieder testen in alter Manier hier. Du auch. So, sehr gut. Er hat Angst, jetzt die Chance. Perfekt. Und das bedeutet, dass wir auch schon anfangen können. Das Ganze findet... Soll ich die Buchstaben lutschen und sagen, was es für ein Buchstabe ist? Und dann Nein! Was? Nicht die Buchstaben sagen. Also wenn du es, du kannst es sagen, ja, aber Gunnar hört es natürlich auch. Ihr habt beide die gleichen Buchstaben. Ihr habt beide dasselbe Wort. Okay. Beide das gleiche Wort. Jetzt habe ich verstanden. Naja, aber kommen die Buchstaben nacheinander oder muss ich noch irgendwas ordnen? Ihr schweigt. Du musst sie ordnen. Okay, cool. Ja. Du kriegst nur die 4 Buchstaben. Ja, gut, alles klar. Man kann ja auch schon mehrere Wörter bilden damit, oder nicht? So. Das haben wir vorher getestet und wenn dem das so ist, dann kriegen wir das noch kurzfristig durchgesagt. So. Und wenn du ein zweites weißt, behältst du es für dich. Das ist ja quasi Rocket Words, was ihr hier macht eigentlich. Ja, ach, vielleicht kommt es dafür wieder. So, klar ist raus. Okay. Mach jetzt einen Screenshot für den Anwalt. 2, Mund auf. 1 und rein. Aber welches Wort fängt denn mit X an? Komm. Ja, einfach nur mit dem Mund? Ja, nur mit dem Mund, verdammt. Du hast es schon? Ja. Finger weg. Okay, nächster. Was? Ja. Okay. Finger weg. Ja, ich will es ausprobieren. Egal, wenn wir hier sind. Bach! Ich will das nicht essen. Gunnar was? Was? Oh. Gunnar ey, die hat gerade den ersten Buchstaben im Mund gehabt. Sag mal ein paar Augen. Gunnar hat's. Gib mir das Haar noch. Das was hat er denn gesagt? Gunnar hat's richtig gesagt. Wiederhol ich gerne nochmal. Bach! Was? Hast du das erste, den ersten Buchstaben Bach. Rausgefunden? Er. Mach ich jetzt Gunnar? Bach. Kannst du dir angucken. Alter, Eddie, du bist ja richtig gut. Weg. Das hat er gut gemacht. Da muss man. Uns haben. Tja, Gunnar. Aber die sind lecker, oder? Mehr sehr lecker. Aber mit einem Alter schon. Ich weiß nicht, was das ist, die kenne ich natürlich. Aber die billige Variante auch, ne? Nicht die teuren gekauft. Nee, haben wir kein Produktionsbudget für. Aber das ist ja genauso, wie wir das haben wollten. Geiles Spiel, ey. Denn wir haben jetzt 2 Spiele gespielt. Eddie muss Euphorie ausstrahlen, damit auch die Zuschauer denken, ja, das war ja wirklich ein richtig geiles Spiel. Also, wir haben 2 Spiele gespielt, es steht 1-1. Es geht also jetzt um das Entscheidungsspiel. Ist ja ideal. Das klebt doch überall, ne? Das ist ja richtig gut für uns, dramaturgisch. 1-1, willkommen zum letzten Spiel, das nennt sich Baumelschule. Mhm. Und Gunnar tritt an gegen... Gunnar kann schon mal nach hinten gehen, du musst verbunden werden gleich.
Ach ja, ja, genau. Das kommt genau. Gunnar gegen Simon. Ich sag euch so, das Ganze. Ich mich bei dir entschuldigen, weil ich dachte, ich was wir entschuldigen machen, jetzt. Bring uns ruhig die Flaschen rein. Ihr habt schon gleich dazu drei Gefäße vor euch. Okay, verstehe. Ja, ihr seht es, das sind drei Flaschen mit unterschiedlich großen Öffnungen, aber ja, der Kontrahent hat dieselben drei Flaschen. Sind die nicht genormt? Sind es nicht eigentlich dieselben Flaschenhälse? Die beiden ähnlich, ja, nur unterschiedliche Höhe, du hast recht, aber hier sehen wir einen etwas anderen Verschluss. Ich frage nur. Eure Aufgabe wird gleich sein, ihr bekommt einen Bleistift zwischen die Beine, hinten am Gürtel befestigt. Ach, das kennst du aber gleiche Länge, ne? Hängt zwischen euren Beinen, eure Aufgabe ist es, den einzutauchen, ja, den Bleistift in die Flasche, einmal komplett rein die Nummer, schön reindippen. Gut. Ihr schafft die erste Flasche gut, auf zur zweiten Flasche, auf zur dritten Flasche rein. Wer zuerst alle drei Flaschen geschafft hat, der gewinnt hier bei Wetten, dass. Was? In der Aseminar. Ja, genau. Aber ich will, dass der auch die gleiche Höhe hat, ne? Gleiche Höhe, ja. Den Bleistift. Simon, naja, du bist, Simon, du musst auch noch. Du wirst da sind die Beine nicht lang genug, dass du ich da bin. Verstehst du? Weil wenn ich den Loris nehme, dann muss ich ja hier... So, entschuldigung. Ja, du kriegst noch einmal einen Bleistift an den Hintern, das wollte ich schon sagen. Ach da, du bist ja Bleistift-Hintern-Experte. Hey, weißt du noch, als ich in diesem Einspiel mit dem Tischtennisball besiegt habe? Ja, war richtig ehrlich. Lange her aber schon. Ja, das ist ganz gut, ne? Zeig mal, Gunnar, wie der baumelt, auf welcher Höhe, dass wir das die Zuschauer schon mal lernen. Dreh dich mal einmal um. Weil ich glaube, aber das ist, guck mal. Ich kenne das Spiel mit Tampons, kennt ihr das? Das ist so eine Guck mal, ich habe ja viel längere Beine als Simon. Deswegen ist das stimmt so gar nicht. Ja, wir schauen schon, dass der auf einer gleichen Höhe viel hängt. Längere Beine, das ist jetzt vielleicht, wir reden hier von Millimetern. Wir reden immer von Millimetern, wenn es um Gunnar geht. Eine Frechheit. Also, du hast so voll die dicken Sohlen an. Du kannst dich schon mal ein bisschen konzentrieren. Das ist doch schlecht für mich. Was, wie lange brauchst du denn? Könnte jetzt das Sneaker-Fetisch dir zum Verhängnis werden, Gunnar, dass du zu hohe Sohlen hast. Zu gemütliche Schuhe hat Gunnar. Danke. Okay. So, Gunnar, bist du bereit? Dann muss ich mich da hinstellen. Zeig mal bei, ja, Simon, hängt der, ja, das passt ungefähr, ne? Okay, wir können mal das nebeneinander, genau. Du bist Schiedsrichter auf der Seite, ja, ich gucke das auf der anderen Seite, das schön eingetaucht. Naja, guck mal. Ja. Was? Es ist nicht ganz, es ist nicht auf einer Höhe, das stimmt. Nee. Naja, ja, aber das ist zu vernachlässigen. Doch, Kinder. Gunnar, das sind vielleicht kannst du noch mal 5 cm alles, der ganze Stift. Schnauze machen, das Gunnar kommt an diese Seite, das Streiten gehört dazu. Simon, bitte. Das ist der ganze Stift. Zieh doch deine Hose ein bisschen runter. Ein bisschen Baggy. Ja, siehst du. Nee, an die andere Ecke. Soll ich hinter dich oder wie? Nee, Simon, du bist da hin. Genau, ihr kommt euch ja entgegen. Ihr kommt auf uns entgegen. Drei Flaschen. So. Und dann noch dieses Spiel dazu. Wann geht das los? Moment, Simon, Gunnar. Das musst du erstmal unten. Und was wir natürlich machen, die Hand benutzen. Nee, macht Simon auch. Wir nicht. Nee, erstmal alle ganz ruhig. Warte, bevor es losgeht, machen wir natürlich noch einmal die Pendelbewegung, damit es ein bisschen schwieriger ist. Mehr als Simon. Pendelbewegung. Und dann Achtung Glas, hast du? Top. Die Wette NDA. Bitte schön. Und wir sagen jeweils, ob er drin war oder nicht. Ja. Ja, das war smart, Gunnar. Keep it low, Gunnar. Komm Simon, du schaffst es. Boah. Ja. Oh, das dreht sich 50 Mal knapp. Dreht sich 50 Zärtlich. Oh, Simon, das stimmt die Bewegung. Ja, komm. Sehr gut. Oh, komm. Bisschen mehr Vorspiel. Arbeite mit mir. Ja! Ja! Weiter. Beide haben den ersten schon. Schneller. Es geht um alles. Oh, Alter, wir müssen Gut. Lass ihn auspennen. Gunnar, kurz davor. Weiter. Achso, das geht. Komm, Simon! Muss er nicht bis ganz rein? Nein, er muss nur Schön reingelunzt. Das geht nicht! Einmal Gunnar, konzentrier dich. Ruhig, ganz ruhig, Simon. Lass dich nicht von Gunnar aus der Ruhe bringen. Der Gunnar kriegt gar nichts. Der drückt mich! Das große Finale, wer gewinnt die Nummer hier? Gunnar, komm schon! Ich seh nicht. Ja, Gunnar, du bist die letzte Flasche! Gunnar, du Schubser! Du stehst genau über meiner Flasche! Wir waren zuerst hier! Los, ey! Jetzt pack ihn doch rein, da, Simon! Jetzt los geht's einfach! Als hätten wir das gewollt, dass wir hier so lange hinten. Oh! Das hat er geschafft, oder nicht? Das doch nicht. Das Ding. In letzter Sekunde. Moment! Ja, ich hab ihn drin! Simon! Und keiner mehr! Simon ist weiter! Hi.
Ja. Das war schon sehr spannend. Gunnar im allerletzten Moment noch aufgeholt. Kannst du auch mal verlieren, Gunnar? Ja, was ein Tischtennisspiel. Ja? War das die größte Niederlage deines Lebens? Ich glaube schon, ja. Es gibt hier noch diese Lagerfeuermomente, muss man wieder sagen. Ja? Jungs, die versuchen, Bleistift in eine Flasche zu drücken, ist immer noch das, was alle Generationen vereint. Ja. Simon, woran lag's? Ja, am Ende. Die Panik und auch ein bisschen das Geschubse. Ich hab's nicht. Ich bin gut von einer Flasche zur anderen, so ne, im Crab-Walk irgendwie gelaufen. Aber dann die letzte Flasche irgendwie. Ja, die Flaschen standen zu nah aneinander. Wir haben uns dann. Es war, genau, wir haben uns ein bisschen beschubst und dann jedes Mal fing es wieder an zu schwingen. Es war einfach unmöglich. Aber wir haben, finde ich, das sehr gut gemacht. Es war sehr, sehr fair und auch romantisch. Fand ich auch, ja. Aber unsere Prämisse ist natürlich aufgegangen. Gunnar ist unschlagbar. Selbst unsere drei Big Boys hier haben Gunnar nicht schlagen können. Aber trotzdem, schön, dass ihr da wart. Es hat großen Spaß gemacht. Euch sehen wir später noch beim Beanstag. Da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Und diese Art von Spielen und diese Spielerei, die werden wir vielleicht auch bald mal bei YouTube Premieres häufiger sehen. Denn wir wollen da so ein bisschen mal reinschnuppern in den Super Competition Club. Ja. Geil. So, vielen Dank euch. Bleibt noch kurz sitzen, denn wir machen jetzt ganz kurz Werbung. Später haben wir aber noch tolle Sachen. Ja, Teil 2 vom Wrestling-Training mit mir und Gunnar. Unter anderem der Elbow-Drop, der mir die Rippenprellung verursacht hat. Und unser erstes kleines Wrestling-Match. Und später noch Musik von Kel Strings. Jetzt erstmal die neue deutsche Schelle. Bis gleich. Danke. Schon mal dicken Respekt an David, der heute das erste Mal den Ton macht. Alle mal Herzen im Chat raus. Kruppmeister hat diesen kleinen Bengel angeleitet und er ist jetzt auch ein kleiner Star. Ey David, gib mir ein bisschen Hall und Echo, damit ich diesen Beat hier wieder versauen kann, weil DJ Tim hat den aufgelegt. Das ist ein bisschen der Deep Shit. Ein bisschen der Deep Shit. Ist nicht David Guetta. Und ich bin nicht die eine von Destiny's Child. Die Stimme, die schallt. Und es wird Techno. Und die Effekte gehen auch ab. NDR, immer super durchgeplant, NDR, immer super geil, alles ist geplant, alle Texte sind auswendig gelernt. Das ist einfach NDR, du kannst es fühlen in deinem Bauch. NDR ist super geil, NDR ist einfach super toll. Es ist so wunderschön. Tim, wir haben keine Zeit, mach schnell, schneller, wir müssen fertig werden, Sendung, wir haben schon ein bisschen überzogen, ja, das ist die neue deutsche Abenteuer, und das war so ein geil, und die Nase, und das war und das war so und das ist und das und das und das und das Leute, schnell herzlich willkommen zurück zur neuen deutschen Abendunterhaltung. Schön, dass ihr noch am Start seid. Wir freuen uns über positive Bewertungen für dieses Video und wir freuen uns auf Andreas, was er jetzt so zu sagen hat. Ja, typisch Hannes, dann Double Time klappt wieder easy, ne? Gunnar, wir waren noch beim Wrestling-Training Teil 2. Wir haben schon einige Moves gelernt und konnten dann unser eigenes kleines erstes Match auf die Beine stellen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben uns vor allem verprügeln lassen. Aber. Wir haben uns verprügeln lassen, aber dann haben wir auch gezeigt, dass wir beide auch was drauf haben. Hier ist Teil 2 vom Wrestling-Training bei Alex Wright. Wichtig ist, dass man nicht sich dreht. Das ist auch wieder eine Vertrauenssache, ja.
Aber wenn du dich drehst und wir visieren an, nur plötzlich bist du nicht mehr bei 20 Zentimeter vom Boden, sondern plötzlich bei 35, weil du dich seitlich gedreht hast, ja, dann tut es beiden weh. Und das ist nicht gut. Ja? Oh, fuck you! Okay. Optimal. Vater? Nein. Na, jetzt wird's nichts mehr, ne? Ja, gut, bist du früh abgesprungen, war schon nicht schlecht. Jetzt macht ihr noch ein kleines Match und ich sag die Sachen an. Ring the bell! Ding, 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 ding. Ja, bist du bereit jetzt? Brust? Oh, okay. Zeig mal deine Brust, komm. Voll mit Haaren. Ja, meine auch, weil ich dachte, es schützt ein bisschen, aber hat nicht wirklich geholfen. Wie auf Sonnenbrand. Und Fugen habe ich auch. Geil, bis dann, wir gehen jetzt was trinken und kotzen oder andere Reihenfolge? Ja, wir gucken mal, was gibt's denn zu trinken? Respekt. Respekt. Gott, oh Gott, oh Gott. Gunnar, was war das Schlimmste? Ja, der Elbow-Drop ist schon mega hart, aber die Chops sind so viel hintereinander. Ja. Das sind verschiedene Schmerzarten. Aber im Nachhinein doch für mich die Chops, weil die noch viel länger wehtaten. Also für mich war es der Elbow-Drop, weil du plötzlich so 100 Kilo hast, die auf dich fallen. Das kennt vielleicht einige Zuschauer von ihrer Partnerin, aber es ist halt sehr ungewohnt, wenn du auf einmal den Körper nicht richtig anspannst. Wer mehr sehen will übrigens vom Wrestling, denn wir waren ja abends nochmal da. Ja, das will ich mir auch angucken. Bei NEW, ja, wir gucken es zusammen schön am Samstag, ja. Bei NEW Hochexplosiv, das wird hier Samstag auf Rocket Beans TV ausgestrahlt, 21 Uhr. Seht ihr mich als Special Guest Referee, kleiner Traum, der da in Erfüllung gegangen ist. Gunnar ist auch am Start, ich sag mal so, er greift auch aktiv ein in die ganze Sache. Wie genau, das seht ihr am Samstag. Jetzt geht ein weiterer Traum in Erfüllung, denn wir hören die wunderbare Band Killstrings mit ihrem Song Everything That Isn't Me. Viel Spaß. Strip me
it all. Break it all to pieces. Move me off everything that isn't me. I don't need anything. Isn't me. I don't need anything. Isn't me. Show them all everything that is just me. I don't need anything. Isn't me. I don't need anything. Isn't me. Folgt diesen Jungs auf allen Kanälen, zum Beispiel hier auf Instagram, Killstrings. Folgt ihnen, schön, dass ihr heute mit am Start wart. Allein diese Band war doch eine positive Bewertung wert und außerdem vielleicht auch noch ein anderer Grund. Unsere liebe Anja hat heute Geburtstag und hat ihren kleinen, guck mal hier, einen kleinen Ayran-Kuchen gebacken, weil sie einfach der größte Ayran-Fan ist. Auf dieser Welt. Fun Fact, ist ihr eigener Ayran. Hast du das geklaut? Geklaut, ja. Das ist das Aufwendigste, was du je gemacht hast. Ja, ist so, ne? Aber süß. Gut. Ja. Also, herzlichen Glückwunsch an Anja. Schön, dass du mit am Start warst, Gunnar. Nächste Woche, Finn Kliman. Wir freuen uns drauf. Bis nächste Woche und ciao.